Hallo, hier in meiner kleinen Holzwerkstatt. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen gedrückt, Videos zu machen. Ich habe also eine ganze Menge rumprobiert und gebastelt. Und ich habe versucht, Werkzeuge zu kaufen. Also wirklich zu einem vernünftigen Preis. Uiuiui. Egal. Was ich gekriegt habe, ist hier dieser nette... die nette Klemme. Dann kann man da hier ein Stück Eiche zumindest dort einklemmen und hobeln oder sägen. Ist ganz praktisch. Mit dem Paket waren für ganze 5 Euro zum Beispiel diese Säge. Endlich mal eine mit einem vernünftigen Handgriff. Ja, ein paar kleine Dinge hier oben, muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Vor allem das Eisen ein bisschen entrosten, neu schleifen, und die Schränkung ist hier so enorm. Ich denke mal, die werde ich ein bisschen rausnehmen. Passt ganz gut, einen zweiten Fuchsschwanz zu haben, zu dem da hinten, den ihr ja schon gesehen habt, als ich die Eiche gesägt hatte, um damals bei der Pflanzbank von meiner Frau die Platte zu machen. Ne? Ja, eins habe ich gelernt, also hier Hobel in Deutschland kaufen, es ist ja fast unmöglich. Oh Gott, sind die Dinger teuer. Das ist noch der Hobel, den ich mir einstmals gebraucht angelegt habe, von Arkon, da sieht man es, Arkon. Das erste Mal glatt machen und schleifen, das hat der Uwe Salzmann gemacht. Danke, Uwe. Mittlerweile habe ich es auch gelernt. Wobei ich tatsächlich bei dem Schleifen, weiß ich gar nicht, wo ich es hingelegt habe. Wie immer hier, ne? Werkstatt und Chaos. Das blanke Chaos. Ja, hier habe ich es. Auf die Sandpapiermethode zurückgreife. Das ist wohl gut genug. Muss öfters nachgeschliffen werden. Am liebsten natürlich arbeite ich im Augenblick mit dem hier, das ist ein Ultima, deutsche Produktion, da sieht man es, Ultima. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Schrupphobel. Es ist zwar ein Doppeleisenhobel, aber so richtig fein kriege ich den nicht eingestellt. Also bin ich nicht dazu in der Lage. Der hebt nicht wirklich feine Späne ab. Ist egal, muss ich vielleicht noch lernen. Mal gucken. Ansonsten, ihr habt es ja im letzten Video gesehen, das Ding, das ist so eine Hassliebe geworden. Mit dem Ding baue ich jetzt in letzter Zeit des Öfteren mal. Und ja, ich habe hier auch wieder gebaut. Ich nehme das mal auseinander. Und ich denke mal, ihr könnt euch ziemlich schnell denken, was das werden soll. Da kann man vielleicht sehen. Das ist eine Seite einer Bügelsäge oder Gestellsäge oder wie auch immer man das nennt. Ne? Hier oben den Bindfaden, hier die Querlattung und hier unten das Sägeblatt. Ja, die Vorlage dafür kommt aus dem Netz. Ist toolsforworkingwood.com? Puh, keine Ahnung. Und ansonsten, ja, beschäftige ich mich mit sowas, ne? Boxen machen. Da sind im Augenblick Fingerjoints drin. Also Fingerzinken, die einfach nur so ineinander greifen. Ist ein bisschen leichter, weil die einzige Feinsäge, die ich habe, ist die da. Und ich muss sagen, also so richtig gewöhnt tue ich mich an das Ding nicht. Ich hätte natürlich gerne lieber diese englischen Sägen. Diese Rückensägen heißen sie in Deutsch. Zum schönen geschwungenen, aber dies ist nicht bezahlbar, also zumindest für mich nicht. Ich muss mir mein Geld ja so ein bisschen abzwacken von all den anderen Hobbys, die man so hat, und dementsprechend muss ich hiermit fast nichts machen. Was ich herausgefunden habe, mein Schleifblock, der ist tatsächlich, das glaubt mir keiner, der ist von Veritas. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Nee, ne?
Ist egal. Ist von Veritas. Einfach unten so rum Schleifpapier rein, oben das Ding festziehen. Kannst du ja mal rausnehmen. So, unten einklemmen, beide Seiten. Wie auch immer. Oben festdrehen, schon ist das Sandpapier drauf. Und los geht das. Ja, bisschen Fell drunter, oder Filz ist das. Ansonsten nehme ich ja gerne ein Stück Brett. Ja, womit ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe, ist ein bisschen Holz so abzurichten, dass man es verwenden kann. Also der und der, das war mein Ast. Habe auch schön die Mitte von dem Ast genommen. Der dürfte sich in gar keine Richtung verbiegen. Dürfte das härteste Holz ever sein, was ich aus dem Ding rauskriege. Und daraus baue ich nun gerade meine Dübelsäge, ne? Oder Gestellsäge oder wie auch immer. Ja, es war so ein Holz. Frag mich bitte nicht. Ist extrem, extrem schweres Holz. Keine Ahnung, was das ist. Das sind so ein paar Äste, die habe ich vor 2-3 Jahren mal irgendwo mitgenommen. So die Dicke ungefähr. Ja, und dann habe ich mich halt ein bisschen damit beschäftigt. Wie kriege ich die Dinger runtergehobelt? Ne? Hier ist noch eins. Das ist jetzt nicht so schweres Holz. Auch nur ganz grob in Form. Ist auch noch nicht ganz gerade. Verzieht sich auch durchs weitere Trocknen, ist klar. Ja, ich weiß nicht, ob man ihn sehen kann. Er hier. Ui, ist mittlerweile auch wieder scharf. Aber so langsam läuft das Ding ab. Ne? So richtig, richtig fein. Kann ich damit nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob da ein Metallhobel besser ist, so ein 7er von was weiß ich, Stanley oder so. Ihr seht auch, das Hobelmaul ist ziemlich weit offen. Aber Gewicht bringt damit, ne? Also das bringt da reichlich. Ja, womit habe ich mich jetzt großartig noch beschäftigt in letzter Zeit? Mit einem habe ich mich beschäftigt. Soll ich die Videos jetzt in Deutsch machen oder soll ich sie in Englisch machen? Englisch hat den Vorteil, ich erreiche eine viel größere Anzahl von Leuten. Ich spreche es aber nicht so gut. Das heißt, ich müsste viel überlegen und Sachen umschreiben. Vielleicht müsste ich vorher da sitzen, mir ein Skript schreiben oder so. Das ist alles so unnatürlich. Deutsch hat den Vorteil, ja, ich spreche es, ne? Ihr auch? Deutsch könnte ich einfach so machen. Aber wie gesagt, dann fehlen mir die englischen und die amerikanischen Zuschauer. Ja, vielleicht auch die niederländischen. Dutch Horse zum Beispiel. Ja, schaue ich gerne mal rein. Gerade so Paul Sellers, Wrangle Star, Dutch Horse, Izzy Swan mit seinen komischen Handbohrer betriebenen Sachen, ne? Ja, ich für meinen Teil versuche so viel als möglich komplett auf Maschinen zu verzichten hier unten. Ich habe zwar eine Menge, die liegen da unten. Also da sind zum Beispiel Oberfriesen für Werkzeuge, die einen 6 mm Durchmesser haben von Bosch. Kann ich überhaupt nicht verwenden. Es gibt keine 6 mm Frieskörbe mehr. Ja, was habe ich hier noch? Ja, hier zum Schleifen, ne? Hier, Tellerschleifer, Bandschleifer und sowas. Das habe ich da. Und bei größeren Projekten setze ich sie dann auch ein. Aber so die kleinen Sachen, wie gesagt, Schleifblock hinter mir, das ist ja schnell gemacht. Was habe ich noch so gemacht in letzter Zeit? Außer mich mit Lampen zu beschäftigen, statt mit dem Rauchen. Ach ja, genau, Instagram habe ich einen neuen Account. Oder ich habe einen Instagram-Account, den ich fleißig befülle. Hier so von zwischendurch Sachen und so weiter. Wie zum Beispiel das hier, das Sägen von der Säge. Oder das Herstellen von irgendwelchen Boxen oder so. Mache ich halt Fotos, was ich so finde, was ich sehe. Neues Werkzeug, was man mir zuschickt. Hatte ich euch ja schon vorgestellt, den
Na, da oben hängt er nicht mehr, der hängt jetzt da vorne im Regal. Da habe ich so ein kleines Bohrerregal mit einer Brustleier, mit einem normalen Bohrer und diese Schraubendreher-Bohrer-Dinger, die über so eine Spindel laufen. Na, ist egal. Die habe ich da hinten hängen, da habe ich mein Regal. Das hatte ich bei Instagram gesehen, darum kam ich drauf. Und fand ich so praktisch und simpel, dass ich es mir gleich nachgebaut habe. Sieht fast aus wie das Original, nur nicht so sauber gearbeitet. Bin ja Anfänger, immer noch. Ja. Ansonsten, was ich vermisse, ne, eine vernünftige Bank. Ich habe zwar hier billigen Weiß drin, aber läuft nicht. Der hier ist schon mal eine Riesenhilfe. Also den Kauf hier, 15 Euro, den werde ich überhaupt nicht bereuen. Aber ansonsten so eine vernünftige Werkbank, eine richtige, die kriegst du ja auch nicht gebraucht. Also wenn du mal bei eBay oder so reinkommst, gehen die Dinger irgendwo ab 400 bis 800 Euro los. Aber dann sehen die aus wie, ich weiß nicht, alte Schiffe, die in der Ostsee untergehen, 200 Jahre rumliegen und dann wieder gehoben werden. Ja, das war ein Schnitt, ne? Wie gesagt, Akku war alle. Ihr steht jetzt auf meiner Werkbank, während ihr nach hinten guckt. Ich habe das Ganze einmal gedreht. Während der Zeit des Ladens habe ich natürlich weitergemacht. Ich habe weitergesägt. Drei, vier, fünf von den Laubsägeblättern vertüdelt. Aber wie ihr seht, nimmt das Ganze schon ein bisschen Form an. So in etwa wird dann die Bügelsäge oder die Stellsäge oder wie auch immer werden. Da kommt ein gerades Blatt rein. Nichts, was man irgendwie kippen kann, wo man das Blatt drehen kann oder so. Einfach gerade, es soll eine Zinkensäge werden. Wir werden schauen, wie gut das läuft. Und ja, sie soll ein bisschen hochwertiger werden. Sie soll mir passen und Spaß machen. Nicht so wie das Ding. Ihr kennt das noch, ne? Ja, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Soll ich meine Videos jetzt in Englisch oder in Deutsch machen? Oder mache ich sie in Deutsch und schreibe hier unten jedes Mal einen Untertitel zu in Englisch, damit auch die englischen Fans das verstehen können? Was erwartet ihr von mir? Schreibt da unten mal in die Kommentare und ich werde sie lesen. In diesem Fall, schönen Tag noch.